Was? Warum? Warum hat er sich jetzt umgedreht? Ah, Albtraum. Ein Albtraum. Es war alles nur ein schrecklicher Albtraum. Ich habe niemanden umgebracht. Es war kein Traum. Nope. Es ist wirklich geschehen. Jupp. Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen. Das Gefühl, als trampelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. So, hier haben wir es doch schon gesehen gerade. Bisschen Aspirin. Da hinten. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Alles klar. Hey, Sie hören KWN 605 und wir schalten um zu Cindy und dem Wetter von heute. Hi, Cindy. Lass mal aus, das Wetter haben wir schon gesehen vorhin im Fernsehen. Also sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig, so oft wie ich das gelesen habe. Okay. Ich wollte es auch gerade lesen, hat es erst vorgelesen. Okay, gucken wir uns dem um. Türe zu, es zieht. Ah, ne, Fenster. Okay. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Ich bin eh nicht müde. Ist ja gut. Ich dachte eher, dass du das Bett wieder machst. Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Was für ein Unfall? Okay, da gab es einen Unfall. Bisschen Livestream hier. Mail. Posteingang, haben wir nichts. Keine neuen Nachrichten. Meh. Wir dann zurück. Können wir auch aufs Web gehen? Ja, wir können auch aufs Web gehen. Computerspiele vor ein neues Opfer. Ja, jetzt kommen wir doch auf. Wetter. Pakistan. Naja. Nachrichten sind nicht so cool. Och, haben wir jetzt schon wieder Abzug gekriegt? Wenn wir nur Böses gelesen haben? Okay. Dann stehen wir wieder auf. Und er hat ja gemeint, wir sollen uns anziehen. Also gucken wir mal, dass wir mal erst hier noch was angucken. Ne, nur hinsetzen. Dann gucken wir mal, dass wir hier... Wir ziehen uns mal noch nicht an. Wir gehen mal erst ins Bad. Ich gehe davon aus, dass hier das Bad ist. Ach, krass. Voll die große Wohnung. Telefon, komme! Ja, hey, lass mich rangehen. Hallo? Lukas, schön, dich zu sprechen. Ich wollte dich nämlich fragen, ob wir nicht zusammen zum Grab von Mama und Papa gehen sollen. Und ehrlich gesagt, wäre das doch eine gute Gelegenheit, sich mal wieder zu sehen. Ich stecke in Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Oh, ich gehe davon aus, das war sein Bruder. Ah, wir haben noch einen Anrufbeantworter. Gestern um 19.30 Uhr. Hallo, hier ist Tiffany. Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen. Um ein paar Sachen abzuholen. Ruf mich doch bitte zurück. Okay. Wer ist Tiffany? Wir haben ja richtig viel im Kühlschrank. Die Frage ist die Milch noch gut? Wenn ich die jetzt trinke und die ist schlecht, dann kriege ich gleich wieder Abzug. Aber wir haben bestimmt Durst nach so einer Nacht. Okay, die war noch gut.
wir haben plus 5 gekriegt, sehr schön. Warte mal, wir können ja auch in den Schränken rumgucken. Nichts drin, nichts Brauchbares. Oh, guck mal, was haben wir denn da? Plus 5 Bonus. Geil. Okay, gut, dann können wir noch das Wasser auswählen. Erst Milch und jetzt Wasser. Müssen wir gleich wieder auf Toilette. Toiletten sollten wir aber erstmal meiden. Bam, plus 5, sehr schön. Hey, da waren wir doch schon dran. Kann man die anderen nicht aufmachen? Die links. Ne, kann man nicht. Okay, wo haben wir jetzt das... Ein Schlüssel? Wo ist denn hier... Ah. Meine Wohnungsschlüssel. Die nehme ich, wenn ich rausgehe. Alles klar, Chef. Machen wir. Wo war jetzt hier? Hier war noch irgendwo eine Flasche. Oha. Ne, ne, die haben gesagt, nicht mit Alkohol zusammen. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Oh, auf die Plätze, jetzt müssen wir... Oh, was, was? Alter, jetzt muss ich mir das merken. Hey, was ist das? Bleiben Sie, wo Sie sind und nehmen Sie die Hände hoch. What the fuck, ich war gar nicht... Diese Bilder in meinem Kopf. Ich verliere wohl allmählich den Verstand. Ach, ich hätte drücken müssen, aber es war super, Leute. Ich hätte es mal perfekt hingekriegt. Wir müssen dann nämlich immer rechtzeitig mit dem Analogstick... dahin. Okay, wenn jetzt die Polizei kommt, dann bedeutet das, wir müssen die Sachen wegräumen. Oh, nicht schon wieder. Die Sachen, die ich gestern anhatte, total blutverschmiert. Die räume ich besser weg. Ja, mach. Los, schnell, Kollege. Wo ist denn das Bad? Hier hinten? Jawohl. Ab in die Waschmaschine. Ich muss mir einfach oft genug einreden, dass ich keinen umgebracht habe, dann war ich es auch nicht. Guck mal, wir sind schon wieder... Ja, erstmal eine Runde duschen. Mit Schlüppi an. Boah, das muss doch brennen an den Armen. Wer sich mal geschnitten hat, der weiß, dass das brennt auf jeden Fall. Erstmal Arme verbinden, sehr schön. Dann hat mich die Katze aus Versehen gekratzt, falls jemand fragt. Alter! Hätte ich mal den Schrank offen gelassen, gleich wieder minus 20 bekommen. Händewaschen brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Ah, ich hab's gesagt, der muss gleich wieder. Nee, nee, lass ruhig, mach zu wieder. Oh, oh. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Oh, oh, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Scheiße, ich hab gedacht, ich hab noch ein bisschen mehr Zeit. Fuck, 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 fuck. Ich muss das Dings wegpacken. Ich muss das Bett, Polizei, das Bett, aufmachen. Das Bett, das Bett. Sekunde, ich komme. Das Bett, mach Sie das Bett. Nichts finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Oh, war das sonst noch was? Nee, war... Hören Sie. Sachen ich bin haben wir weggeräumt. Der Polizei. Ich muss sie zieh dich an, auffordern, zieh dich die an. Tür zu öffnen. Sofort. Ja, ja, zieh dich an, los. Haben wir irgendwas vergessen? Ich war unter der Dusche, Cop. Wenn Sie jetzt nicht endlich die Tür öffnen, bin ich gezwungen, Sie einzutreten. Oh, das will ich sehen. Aber dann kriege ich nicht als recht verdächtigt.
Haben wir irgendwas vergessen, Leute? Haben wir irgendwas? Da ist der Schlüssel. Ich sag es zum letzten Mal. Öffnen Sie jetzt endlich die Tür. Oder Schema. Ich trete Sie ein. Nee, was anderes haben wir nicht, glaube ich. Hier haben wir noch einen Brief. Okay, jetzt müssen wir uns unauffällig verhalten, Leute, sonst sind wir gleich fällig. Och nein, der Schlüssel. Einen Moment, ich suche den Schlüssel. Da ist der Schlüssel, nimm den Schlüssel. Oh oh, das schaffen wir nicht mehr. Keine Bewegung. Ich hab doch gesagt, ich such den Schlüssel. Damit endet meine Geschichte. Scheiße, verloren. Die Nachbarn riefen die Polizei, weil sie aus meiner Wohnung... Ja, wollen wir nicht sehen. Wir wollen es natürlich schaffen. Verdammt. So schnell kann es vorbei sein. New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Die Polizei weiß Bescheid. Sie kommen mich festnehmen. Oh, jetzt muss ich mich wieder beeilen. Okay. Sachen haben wir weggepackt. Polizei! War ich jetzt schon auf Toilette? Ich weiß nicht. Sekunde, ich komme! Ich weiß nicht, ob ich auf Toilette war. Sie dürfen nichts finden, was mich mit dem Mord in Verbindung bringen könnte. Naja. Ich kann noch schnell ein paar Sachen verstecken, bevor ich aufmache. Die Bettdecke, komm. Hören Sie, ich bin von der New Yorker Polizei. Ich muss Sie auffordern, die Tür zu öffnen. Sofort! Okay, jetzt komm, schnell anziehen. Haben wir noch irgendwas vergessen? Hätte ich perfekt geschafft, hätte es vielleicht noch was anderes angezeigt, was ich hätte wegräumen müssen. Was mich in Verlegenheit bringen könnte, was er finden könnte. Aber wir machen einfach jetzt auf. Holen uns sofort den Schlüssel. Wenn Sie jetzt nicht endlich die Tür öffnen, Mann, ich komme noch schon. Sie einzutreten. Na, das würde ich so gern sehen. So. Ich sage es zum letzten Mal. Öffnen Sie jetzt endlich die Tür. Oder ich trete Sie ein. Mist, ich wollte die Flasche noch runterstellen. Nicht, dass der denkt, ich saufe. Wo ist denn die Tür? Hier, wa? Puh. Es tut mir leid, ich habe Sie warten lassen. Ich stand unter der Dusche. Sind Sie Lucas Kane? Oh. Ja. Mr. Kane, die Nachbarn hörten Schreie aus Ihrer Wohnung kommen. Stimmt was nicht? Keine Schreie, das war ich. Ja, das war ich. Ich habe mich an einem Glas verletzt und das tat ziemlich weh. Gott sei Dank ist es aber nicht weiter schlimm. Hätten Sie was dagegen, wenn ich mich kurz in Ihrer Wohnung umschaue? Nö. Ja, dann tun Sie's. Wir haben uns ja... Wir haben ja alles... Alle Beweise vernichtet. Hauptsache, der guckt nicht. Was ist denn mit Ihren Handgelenken los? Ich sagte doch, ich habe mich unglücklich an einem Glas verletzt. Mann, oh Mann. Wenn Sie sich schneiden, dann aber gründlich, was? Oh oh. Ey, guck jetzt nicht in die Waschmaschine. Der ist ganz schön skeptisch. Puh, Schwein gehabt. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Entschuldigen Sie die Störung, aber Sie wissen ja, bei all dem, was so vorgeht, sind wir lieber vorsichtig. Natürlich. Schönen Tag noch. Puh, einmal durchatmen. Bam, plus 10, sehr schön. Geht uns ja fast wieder super, Mensch. Nachdem wir so einen umgebracht haben. Da kann so eine plus 10 auf jeden Fall mal ganz gut tun. Okay. Wir können auf jeden Fall noch ein bisschen, um runterzukommen. Nach dem, was gestern Abend geschehen ist, steht mir nicht der Sinn nach Musik.
Was, wieso? Oh, guck mal, da draußen. Dich kenne ich doch. Okay. Was können wir noch machen? Können wir boxen? Wohl besser nicht. Meine Arme tun zu sehr weh. Na, okay, gut, kann ich verstehen. Dann würde ich sagen, gucken wir ein bisschen Fernsehen. Können wir Fernsehen gucken? Hm, toll. Die Leiche eines Mannes wurde in der Toilette eines Restaurants im East End entdeckt. Der Täter stach mehrmals mit einem Steakmesser auf das Opfer ein, während im Nebenraum die übrigen Restaurantgäste ahnungslos weiteraßen. Die Polizei sucht bereits nach einem Verdächtigen, der den Tatort kurz vor Entdeckung der Leiche verlassen hat. Eine genaue Personenbeschreibung liegt uns noch nicht vor, aber wir werden sie auf dem Laufenden halten, sobald... Schnell weg. Flashback. Wir gucken mal, hier ist doch noch ein Brief, oder? Jupp. Zeitung. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen Restaurants begangen. Die Polizei fahndet nach einem circa 30-jährigen, durchschnittlich großen Mann mit braunem Haar und dürfte in den nächsten Tagen ein Phantombild des Verdächtigen veröffentlichen. Scheiße, ich muss mir Perücke und so eine Nase und so eine Brille besorgen. Hätte ich mal die Tür nicht, die Dings nicht aufgehoben. Die Frage ist, wir können ja mal Mucke anmachen. Ich hoffe, da gibt es keine Probleme auf YouTube. Ah, wir lassen sie lieber aus. Wir lassen sie lieber aus. Nicht, dass YouTube rummeckert. Gestern um 19.30 Uhr. Hallo, hier ist Tiffany. Ich würde gern morgen Abend direkt nach der Arbeit noch vorbeikommen, um ein paar Sachen abzuholen. Ruf mich doch bitte zurück. Heute um 7.52 Uhr. Hallo Lukas, hier ist Markus. Ich rufe an, weil morgen der 10. Jahrestag des Unfalls ist. Ich dachte, wir könnten dieses Jahr vielleicht zusammen hin. Also dann ruf mich zurück. Tschüss. Jo, mach's gut. Tja, jetzt sind wir eigentlich fertig. Wir haben gesagt, eine halbe Stunde treffen wir uns mit unserem Bruder und das machen wir jetzt auch. Ab zur Tür und los geht's. Ach halt, ha. Jetzt sind wir im Bad. Können wir im Bad eigentlich noch irgendwas anderes machen? Ja, nochmal Hände waschen. Ja, halt, wir müssen ja auf Toilette, haben wir gesagt. Bevor wir aus dem Haus gehen, gehen wir nochmal auf Toilette. So. Und Hände waschen. So, und jetzt treffen wir uns mit unserem Bruder. Schnell raus hier. Haben wir die Schlüssel noch dabei?